Michael Bonny fährt nach der Geburtstagsparty von seinem Kumpel nach Hause und kommt da auf den Bauch an. Jedenfalls wird sein Auto wenig später direkt vor der Haustür stehen. Das Radio läuft, die Scheinwerfer sind an, aber Michael Bonny ist wie vom Erdboden verschluckt. Das Vermisstsein war schon rätselhaft, einfach rätselhaft. Da haben wir irgendwie uns die Köpfe zerbrochen. Wie kann das sein? So sind Güllegruben ausgepumpt worden, um sicherzustellen, dass er dort nicht reingefallen ist. Und dass die Polizei offenbar bei den ganzen Durchsuchungen und bei den ganzen Ermittlungen quasi fast neben der Leiche gestanden hat. Es ist unglaublich. Wir sind in Aachen-Sief, eine kleine Siedlung im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Durch das Tal hinter der Siedlung führte im Zweiten Weltkrieg die Panzersperre des Westwalls. Die Überreste sind bis heute sichtbar und prägen die Landschaft. In dieser Gegend ist Michael Bonny aufgewachsen. Er lebt auf dem alten Bauernhof seiner Eltern. Im Jahr 2012 ist er 41 Jahre alt. Am 3. März 2012 fährt er in den Nachbarort Schleckheim, um den Geburtstag seines besten Freundes zu feiern. Die beiden feiern, haben Spaß, ordentlich Alkohol ist auch dabei. Und um 4 Uhr reicht's Michael Bonny. Er sagt Tschüss, setzt sich ins Auto und will nach Hause fahren. Der Mann hat so einiges getrunken, aber die 5 Kilometer nach Aachen-Sief will er trotzdem noch fahren. Ich möchte mehr über Michael Bonny wissen. Deshalb treffe ich mich mit Stefan Mohne. Er ist Redakteur bei der Aachener Zeitung und hat sich mit diesem mysteriösen Fall befasst. Was war denn der Michael Bonny für ein Mensch? Was kann man über den sagen? Charakterlich, wie sah der aus? Also zum Aussehen kann man sagen, das, was man aus der Beschreibung der Polizei und aus der Vermisstenanzeige halt weiß, 1,82, 1,84 groß, also großer Mensch, kräftige Statur, so, ne? Charakterlich gesehen hat man gehört, dass er eher ein ruhiger Typ war. Was hat denn der Mann beruflich gemacht? Also nach dem, was man dann gehört hat, war er als selbstständiger Dienstleister unterwegs, Entrümpelungsarbeiten, Handwerksarbeiten. Er hat bei seinen Eltern auf dem Bauernhof gewohnt, aber mit der Landwirtschaft hat er dann wohl weniger zu tun gehabt, sondern hat sich dann halt selbstständig gemacht. Nach der kleinen Geburtstagsparty mit seinem Freund kommt Michael Bonny 10 Minuten später zu Hause an. Er stellt sein Auto im Hof ab. Zur gleichen Zeit fällt dem Kumpel auf, dass Michael Bonny seinen Haustürschlüssel vergessen hat. Er fährt ihm hinterher, kommt am Bauernhof an und sieht da auch schon sofort den VW Golf von Michael Bonny stehen. Dass es auch wirklich dieser VW Golf ist, ist ihm sofort klar, denn der hat so markante silberne Klebestreifen auf der Heckklappe. Er geht zu dem Auto, die Fahrertür steht offen, das Radio läuft, die Scheinwerfer sind noch an und er sieht, dass der Zündschlüssel noch steckt. Was hat er dann gemacht? Er hat zuerst mal, wie ich das auch machen würde, an der Haustür geklingelt. Aber es hat niemand aufgemacht. Und dann ist er wieder nach Hause gefahren, weil er ja nichts tun konnte. Das weiß man, dass er da geklingelt hat? Ja, das hat die Polizei zumindest so bekannt gegeben. Okay, und dann wird er wahrscheinlich, also ich hätte ja wahrscheinlich gesucht dann nach meinem Kumpel. Vielleicht hat er sich auch noch mal umgeschaut, ne? Man weiß es nicht. Es hieß nur immer, er ist dann wieder nach Hause gefahren. Er legt also den Haustürschlüssel auf den Fahrersitz und fährt dann wieder weg. Ohne sich weiter darum zu kümmern, was mit seinem Kumpel wohl los sein könnte. Am nächsten Morgen entdeckt Michael Bonnys Mutter das verlassene Auto. Sie findet den Haustürschlüssel auf dem Fahrersitz. Nur von ihrem Sohn fehlt jede Spur. Dann wird sie ja wahrscheinlich die Polizei gerufen haben. Also nach allem, was man aus den Ermittlungen gehört hat, hat sie das nicht sofort getan. Also sie ist schon eine Weile ins Land gegangen. Gab es da Grund dafür, dass sie sich jetzt gar nicht so die mega Sorgen gemacht haben? Ja, den Erzählungen nach ist Herr Bonny vorher auch schon mal länger Zeit weg gewesen oder mal verschwunden. Er war auch mal im Ausland, ohne jemandem was zu sagen, ist aber dann immer wieder zurückgekommen und vielleicht hat man sich deswegen auch nicht direkt Sorgen gemacht. Wobei ich mich natürlich auch immer gefragt habe, verschwindet man, indem man das Auto vor die Tür stellt, mit offener Tür, laufendem Motor, mit der Musik an und dem Schlüssel drin? Die Familie durchsucht das gesamte Gehöft nach ihm. Sie finden ihn nicht, entdecken aber etwas anderes. In einem Versteck auf dem Dachboden finden sie Briefumschläge. Auf diesen Briefumschlägen sind verschiedene kryptische Zahlenreihen zu sehen. Sie öffnen die Umschläge und halten in ihren Händen dicke Bündel Geld. Fein säuberlich geordnet, insgesamt 14.700 Euro. Woher kommt dann so ein Riesenbatzen Geld? Was gab es da für Spekulationen zu? Ja, zunächst mal die passend waren zu den Gerüchten, die ohnehin schon da waren. Nämlich Drogengeschäfte, Drogenmilieu. Das war zwar nicht bewiesen, aber es waren Gerüchte. Da hat man gedacht, ja, vielleicht kommt es daher.
Es hätte aber auch sein können, dass es zu den Dienstleistungsgeschäften von Herrn Bonny gehörte, dass er das da deponiert hat, weil Schwarzgeld gewesen ist. Oder eine ganz andere Variante, man hat es nie herausgefunden. Und auf diesen Umschlägen waren solche Zahlenreihen. Was können Sie mir dazu sagen? Das gehört zu den vielen Mysterien dieses Falls. Es waren Zahlenreihen, aber niemand hat, glaube ich, herausgefunden, wie die zu deuten sind. Also man weiß nicht, woher das Geld kommt und man weiß nicht, was die Zahlenreihen zu bedeuten haben. Erst mehrere Tage nach seinem plötzlichen Verschwinden meldet die Familie Michael Bonny dann doch als vermisst. Polizei und Feuerwehr rücken mit einem Großaufgebot an und durchkämmen den Bauernhof und die Umgebung. So sind in der Nähe des Anwesens befindliche Güllegruben ausgepumpt worden, um sicherzustellen, dass er dort nicht reingefallen ist. In der Nähe gelegene Steinbrüche sind überprüft worden, um sicherzustellen, dass er nicht irgendwo in der Nacht von irgendeiner Anhöhe heruntergefallen ist und sich lebensgefährlich verletzt hat. Aber diese riesige Suchaktion bleibt ohne Ergebnis. Michael Bonny ist wie vom Erdboden verschluckt. Wie haben Sie das als Reporter dann so miterlebt, diese Zeit? Ja, man fragt immer mal wieder nach. Ne? Man macht sich ja selber auch Gedanken, was ist aus dem Fall geworden? Und was ist aus Herrn Bonny geworden vor allen Dingen? Ne? Ist jemand so lange verschwunden und wird nicht gefunden? Was ist mit den polizeilichen Ermittlungen? Von daher haben wir da auch regelmäßig immer mal nachgefragt und auch immer wieder die Antwort bekommen. Da gibt es nichts Neues. Hatte man den Verdacht, da war ein Mord? Also ich gehe mal davon aus, dass die Kripo schon den Verdacht gab, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. Ne, sonst die ganzen Sachen, das Geld gefunden, dieses Auto, was vor der Tür steht, diese ganzen mysteriösen Umstände, das passt einfach nicht dazu, dass jemand einfach so verschwunden ist. Das passt auch nicht zu anderen vermissten Fällen, die man so kennt. Wenn man mal die Polizei fragt, wie das da abläuft, dann ist das fast nie so, wie es da gewesen ist. Von daher gehe ich davon aus, man hat die Vermutung gehabt, man ist ja auch nachgegangen, aber man hatte keine Leiche, kein Tatwerk. Werkzeug, nichts, man hatte gar nichts. 10 Monate später. Es ist der 7. Januar 2013. In den vergangenen Tagen hatte es in Aachen-Sief stark geregnet. Äste, Laub und Unrat wurden in den Itterbach geschwemmt, der sich in der Nähe des Westwalds entlang schlängelt. Helmut Lessmeister kann es noch nicht fassen, was er hier vorgestern nahe seines Hofes erlebt hat. Der Landwirt wollte nach dem letzten Hochwasser diesen Bachlauf säubern, als er plötzlich einen Knochen fand. Und dann habe ich den rausgezogen, dachte mir nichts dabei, war. Da war das ein Bein und dann ging ich dann hier weiter am Bach vorbei, habe ich den Oberkörper gefunden mit Kopf und dann ein Stückchen weiter nochmal einen Teil, und da war ich entsetzt. Ja, dann bin ich zur Polizei und habe die angerufen. Es ist Michael Bonny. Seine Leiche hat monatelang, 500 Meter vom Bauernhof nur entfernt, im Wasser gelegen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ihn keiner direkt gefunden hat. Also man muss zunächst mal feststellen, dass die Polizei offenbar bei den ganzen Durchsuchungen und bei den ganzen Ermittlungen quasi fast neben der Leiche gestanden hat. Es ist unglaublich. Man hat sie deswegen wohl nicht gefunden, weil die Täter oder der Täter die Leiche in einem Abwasserkanal versteckt haben, der nicht offensichtlich war, den man nicht gesehen hat. Das Skelett wurde dann in einem Bach gefunden dort. Wie ist sie da hingekommen? Ich nehme an, dass die Leiche in dieses Rohr getan worden ist und dann im Laufe der Zeit eben skelettiert ist und dann durch ein Unwetter oder durch einen starken Regenfall durch dieses Rohr auf die andere Straßenseite gespült worden ist und dann nahe dem Bach dann eben ans Tageslicht gekommen ist, wo man sie dann eben auch gefunden hat. Ein Mann verschwindet scheinbar ohne jede Spur und 10 Monate später wird seine Leiche nur wenige 100 Meter entfernt von seinem Haus gefunden. Was steckt dahinter? Ein Unfall oder ist es doch Mord? Michael Fritsch Hörmann war Leiter der Mordkommission in Aachen. Er selbst hat in diesem Fall nicht ermittelt. Ich möchte von ihm erfahren, wie Mordkommissare in solchen Fällen generell vorgehen. Alles, was in irgendeiner Weise mit dieser Geschichte zu tun haben könnte, wird man einsammeln. Und in diesem Fall waren es ja nur noch Knochen, die übrig waren. Und dann macht man alles, was man an diesen wenigen Sachen, die man da noch findet, was man daran tun kann. Spuren feststellen, sind die Knochen beschädigt? Findet man beispielsweise noch ein Gebiss? Das ist immer eine Geschichte, wo man relativ schnell jemanden identifizieren kann, wenn man denn den Gebissbefund vorher schon hatte. In diesem Fall war es ja so, dass der schon etliche Monate verschwunden war. Das heißt, da hat man sich schon alle möglichen Daten besorgt, um im Falle eines Auffindens auch so eine Person schnell identifizieren zu können. Wie ist es generell bei den Ermittlungen mit dem Faktor Zeit? Also inwiefern wirkt er sich schon direkt auf die Ermittlungserfolge dann aus? Wenn jemand in der freien Natur irgendwo liegt, dann sind 10 Monate
eine Menge Zeit. Das heißt, da gibt es Witterungseinflüsse, es gibt Tiere, die sich an dem Leichnam zu schaffen machen. Das heißt, Tiere fressen das, die Leiche selbst verwest. Das sind alles massive Einwirkungen, die auf so einen Körper dann einwirken. Und dann bleibt am Ende unter Umständen gar nicht mehr viel über. Nämlich unter Umständen nur noch Knochen. Und manchmal auch das nicht mehr, weil, wenn Sie mal überlegen, es kommen große Tiere, gerade irgendwo, die schleppen dann auch Sachen weg. Deswegen findet man manchmal, wenn man tote Personen irgendwo im Wald findet, auch nur noch Teile von Körpern. Im Fall von Michael Bonny bringt die Obduktion den entscheidenden Hinweis. Die Todesursache, so hat die Obduktion ergeben, ist nach den bisherigen Erkenntnissen Erstechen. Das heißt, der Tote wurde wohl mit einem scharfen Werkzeug angegriffen. Was genau Tatwaffe ist, können wir leider noch nicht sagen. Michael Bonny wurde also umgebracht. Bleibt noch offen, wer ihn umgebracht hat und warum eigentlich. Ihr könnt euch bestimmt noch an die 14.700 Euro Bargeld erinnern, das die Angehörigen auf dem Dachboden gefunden hatten. Hatte dieses Geld was mit seinem Tod zu tun? Es gab ja dann von Anfang an eigentlich die Spekulation, dass es sich da um Drogengeld handeln könnte. Aber gab es da irgendwann mal einen Beweis für? Nein, solche Beweise hat es nicht gegeben. Zumindest soweit ich das weiß, soweit unsere Recherchen gegangen sind. Es hat weder was zur Herkunft des Geldes noch warum es da deponiert war. Da hat es keine Hinweise gegeben. Von daher ist das alles offen geblieben. Und was ist mit dem Kumpel, mit dem sogenannten? Also wurde der denn mal verdächtig zumindest? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich gehe mal davon aus, dass sich die Polizei zumindest am Anfang Gedanken gemacht hat. Ne? Da steht ein offenes Auto mit Schlüssel. Der Freund ist noch dahin gefahren und wollte ihm seine Haustürschlüssel bringen und ist dann wieder weggefahren. Hat der was damit zu tun? Aber er ist von vornherein als Verdächtiger von der Polizei ausgeschlossen worden. Und dafür würde es seinen Grund gegeben haben. Kurz nach dem grausigen Fund legt Michael Bonnys Familie Blumen am Bach nieder. Nicht nur seine Angehörigen, auch Freunde und Nachbarn sind erschüttert. Mitgenommen, weil wir kannten den Michael. Der hat hier öfters gearbeitet. Also jetzt keine nahe Beziehung, aber es war einfach ein Nachbar und ein netter Mensch. Und das Vermisstsein war schon rätselhaft, einfach rätselhaft. Da haben wir irgendwie uns die Köpfe zerbrochen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und dann dieses Auffinden im Itterbach, ganz in der Nähe hier, das war ein richtiges Erschrecken. 2 Jahre nach seinem plötzlichen Verschwinden gibt es aber Grund für neue Hoffnung. Und zwar kommt der Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Gleich mehrere Zeugen melden sich danach. Jetzt sind in dem Fall schon 2 Jahre vergangen und dann gab es neue Zeugenaussagen. Welchen Wert haben denn dann überhaupt solche Aussagen dann noch? Generell bringt jede Zeugenaussage etwas. Die Leute haben ja auch ein Motiv, weswegen sie sich melden. Und diese Aussagen bringen den Ermittlern möglicherweise auch neue Erkenntnisse, weil man vielleicht etwas Neues erfährt über die Person des Toten, über die Lebensumstände, die bislang noch nicht bekannt waren. Dann überprüft man das und gewinnt vielleicht auch zum Beispiel eine neue Motivlage oder so etwas. Also insofern sind diese Erkenntnisse auch nach 2 Jahren immer noch von Wert und die werden genauso überprüft wie aktuelle Angaben. Wie überprüfen Sie, ob die überhaupt stimmen kann? Also es ist ja so, man hat ja einen Background, eine Ermittlungsakte, in dem sich alle möglichen Beweismittel, Abläufe oder sowas schon befinden. Und wenn die Aussage zum Beispiel damit überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist und man feststellen kann, das ist Unsinn, was der erzählt, der will sich wichtig tun, weil da passt ja nichts, dann ist die Aussage wertlos und dann wird man das auch schnell zu den Akten legen. Fällt Ihnen da was ein aus Ihrer Zeit? Zum Beispiel, wenn ein Zeuge behaupten würde, ich habe gesehen, wie die Tat abgelaufen ist. Dann würde man zum Beispiel fragen, wo haben Sie denn gestanden? Konnten Sie denn das überhaupt beobachten? So, wir wissen, wie der Tatort aussieht. Ne? Wir wissen auch, von wo man was sehen kann. Zur Not begibt man sich nochmal da drin, dahin und sagt so, wo haben Sie denn gestanden? Zeigen Sie uns das doch mal. Und dann sagt er, ja, ich habe hier gestanden. Und dann kann man selber sehen, ich glaube, Sie erzählen uns nicht die Wahrheit, weil von hier kann man das doch gar nicht sehen, was Sie behaupten, gesehen zu haben. Solche einfachen Möglichkeiten gäbe es zum Beispiel, das zu überprüfen. Aber im Fall Michael Bonny kommen die Ermittler nicht weiter. Die Zeugenhinweise reichen nicht aus. Bei einem Cold Case generell, wie liegen da die Chancen, dass er jemals aufgeklärt wird, wenn er jetzt in dem Fall 12 Jahre zurückliegt? In diesem Fall muss man sagen, da waren ja alle modernen Ermittlungsmethoden schon vorhanden. Also ich spreche jetzt mal von DNA, die sich im Laufe der letzten 30, 40 Jahre ja massiv weiterentwickelt hat. Man hat alle möglichen Spuren schon gesucht und auch gefunden und überprüft. Am Leichnam selbst waren es schwierige Voraussetzungen. So, das heißt, in beiden Phasen dieses Falles hat man alle Dinge getan, die heute, auch jetzt nach 12 Jahren aus heutiger Sicht,
aktuell möglich waren, forensisch gesehen. Und es hat leider nicht dazu geführt, dass man einem Tatverdächtigen näher gekommen ist. Das muss man einfach so hinnehmen. Bis heute wurde derjenige, der Michael Bonny am 3. März 2012 getötet hat, nicht gefasst. Und auch die Sache mit dem Geld, das Michael Bonny auf seinem Dachboden versteckt hatte, konnte nicht aufgeklärt werden. Sehr viele Fragen, sehr wenige Antworten. Ein Fall, der immer wahrscheinlich ein Rätsel bleiben wird. Guckt euch, wenn ihr Lust habt, gerne noch einen spannenden Cold Case an. Davon haben wir noch jede Menge auf unserem Mordorte-Kanal. Diesen hier zum Beispiel. Oder hier mal reingucken.